So, ich werde jetzt noch ein bisschen Final Fantasy 3 weiterspielen, weil ich Bock drauf habe. Möchte gerne den Feuerkristall mir besorgen. Daran bin ich in der letzten Stream-Session gescheitert. Das heißt, ich muss ein bisschen farmen gehen, vermute ich. Ein bisschen grinden. Vorher, wenn wir uns mal die Statistiken angucken, denn... ach ja, wo bleiben eigentlich meine Manieren? Wir kommen zurück zu dieser außergewöhnlichen... Stream. Zu diesem außergewöhnlichen Spiel. So, war ein bisschen verwundert gerade. Warum sind die alle angeschlagen? Was ist da denn kaputt? Ja, ich glaube, ich weiß, warum ich gegen den Skedo oder wie auch immer heißt, verliere, weil ich keine Phönixfedern habe und ich habe keine Ahnung, wo ich mir die besorgen kann. Sind unglaublich selten. Ich habe auch noch keinen Zauber gefunden, damit ich meine Leute wiederbeleben kann, was halt auch so ein bisschen bitter ist. Muss mal ganz kurz. Nein, das wollte ich nicht. War schon richtig, wo ich war. Möchte ganz kurz mal auf die Karte gucken. Wo war ich denn noch nicht? Hier oben. Da beim Tower war ich schon. Schloss war ich noch nicht. Da gibt es noch ein Geheimnis. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was da das Geheimnis ist. Da ganz unten im Süden war ich auch schon gewesen. Ich glaube, ganz im Osten war ich noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Schwierig. Ich habe halt keine Phönixfeder und alles schon gut. Ziel? Wenn ich so. Hab ich nicht! Leider bedauerlicherweise bringt uns das gar nichts. Danke. Nein, ich bin raus. Er ist auch hier. Okay. Also, entweder ich gehe jetzt noch mal ganz kurz einkaufen. Hammer, ich. Was ist denn mit den Berufen aus? 12. Überlegen wir vielleicht noch dem nächsten zweiten. Obwohl, das würde dann nicht bringen. Vielleicht hätte ich Ingus nicht unbedingt zum Krieger machen sollen, sondern eher erstmal zu was anderem. Starken Nahkämpfer. Wir können ja mal gucken, wie gut das funktioniert. Moment mal, Ingus ist das Krieger, Stufe 25. Was ist, wenn ich denn jetzt den Mönch noch auswähle? Können ja immer noch wechseln. Wie viel brauche ich, damit er die Stärke bekommt? Habe nicht aufgepasst. Scheiße. Rüsten, er kann ja jetzt auch keine Waffen tragen. Ja gut, dann gehen wir da einfach mal rein und schauen, was passiert. Wir wollen ein bisschen leveln. Bitte keine Bombis. Ah, die Schildkröte ist doch ein ideales Ziel. Ba, 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 ba. Richtig verstehe ich was ich von den ganzen Berufen, von diesen ganzen hinten stehen, rüsten und so weiter und so fort. Es bringt sehr wenig, sagen wir es mal so. Angriff. Rache, was macht denn Rache? Habe keine Ahnung. Okay, ist das sowas wie Topsucht? Ich hasse ja Topsucht.
Final Fantasy Spiele mit Topsucht ist nie gut, wenn man beim Bosskampf Topsucht einsetzt. Das war immer ein großer Fehler. Ich habe da immer noch düstere Erinnerungen dran. Nein, doch. Tja, selber. Steigere ich damit meine Angriffskraft oder was ist da los? Mach ihn alle. Bye bye, amigo. Okay, steigt er auch gleich auf? Das dauert wahrscheinlich Ewigkeiten. Muss mal ganz kurz. Ich weiß auch gar nicht, wo. Status. Stärke 15. Animus. Ich habe keine Ahnung. Also. War ja schon immer so, dass man nicht wirklich viel Informationen bekommt. Abwehr 0, Angriff 36, nächste Stufe 853 EP. Warum braucht er eigentlich mehr EP als die anderen vorher von Mönch zu. Von den einzelnen Berufsstufen Stufe 2 zu erreichen? Eine großartige Frage ist das. Haben die anderen eigentlich andere? Der hat schon bessere Werte. Teilweise. Ja, hier halt einfach null Bonuswerte hat. Warum? Die ganzen Animus. Moment mal. Wir müssen ein paar Kämpfe machen, damit er ausgerüstet werden kann. Schon wieder die blöde Adamantische. Verteidigen, rüsten, Angriff. Greif mal an. Komm schon. Aua! Geil. Ich glaube, ich habe aber trotzdem die passenden Waffen dazu. Mal wieder ganz kurz den Sound an den Kopfhörern runterdrehen. Das ist ganz schön arg laut. Okay. Wenn ich jetzt noch extra Magie verschwende, lassen wir mal. Beeindruckend, aber es hat gereicht. Das wäre jetzt ein großer Fehler gewesen, noch Eis drauf zu ballern. Yay! Antarktis-Wind erhalten! Oh, nice! Aber besser wäre es, wenn ich tatsächlich mal eine Phönix-Feder bekommen würde. Weiß leider immer noch nicht, wo man die herbekommt. Kein einziger Händler hat die. Oh nein! Oh nein! Das ist ein grüner Feuerteufel! Oh no, no, no! Kanonenkugel! Oh shit! Die killen dich halt instant. Die muss ich schnell loswerden, den Typen. Scheiß auf den Pudding. Kann ich den einschläfern? Muss ich ganz schnell loswerden, sonst gibt's Probleme. Oh komm, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Jetzt musst du ihn killen, ansonsten ist vorbei. Oh Gott sei Dank. Ja, ich denke mal, der wird auch gegen Eis anfällig sein, oder? Greif mal an, ich bin gespannt. Gegen so einen Pudding dürften die Fäuste nicht so viel bringen. Au. Okay. Beeindruckend! 3 Schadenspunkte. Boah, atomisiert. Vielleicht nehme ich einfach noch einen zweiten Magier mit hinzu. Das ging ja natürlich auch.
habe jetzt zwei Nahkämpfer. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Wir brauchen ja dann noch, um aufzusteigen. Oh, er kann jetzt ausgerüstet werden. Sehr gut. Eine Schallkralle. Okay. Ah, das ist nicht so geil. Moment mal, mit den Fäusten macht er mehr Schaden. Eieiei. Eine Lederrüstung, Karateanzug. Für den Kopf. Muss ich wohl nochmal shoppen gehen. So, wie haben wir denn? 11k haben wir. Qualität relativ zäh und hat sehr hohen Ausweichwert. Und da brachte doch immer relativ viel. Ich brauche 400 noch. Oh oh. Alles klar, Kollege. Beeindruckend. Das ist beeindruckend. Überaus beeindruckend, dein Schaden. Okay, er ist ja zumindest schon mal Stufe 2. Ich gehe mal raus und besorge ihm mal Outfit und Rüstung. Scheint das ja nicht so der absolute geile Möglichkeit zu sein. Ich fange mal den Süden. Zu den Ältesten. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir noch einen Schwarzmagier dazu hole, aber es dauert halt ewig, bis der gelevelt ist. Ah, das ist alles sehr, sehr kompliziert und anstrengend. Oh, da habe ich ja gar nichts mehr. Was sah denn kaputt? Okay. Er macht vielleicht so 60 Schaden. Okay, tschüss. Au, das hat schweineweh. Er ist auf jeden Fall immer relativ schnell dran, ne? Jawohl, aufgestiegen. Nice. Aber ganz kurz. Mehr Jungfrau. Die nehmen wir noch mit. Dann wird er zumindest auch seine Berufsstufe oder seine. Ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, der gute Ingis. Er ist wirklich eine Lusche, das muss man wirklich mal an der Stelle sagen. Mag ihn irgendwie nicht. Ist ein totaler Unsympath. Was bringt denn Rache? Ich weiß jetzt nicht genau, was. Das wirkt schon so, als würde er da seine. Oh, das ist eine Konterfähigkeit. Wenn er angegriffen wird, dass er immer zurück angreift. Sowas gibt es ja auch ab und zu mal. Aber er wird halt nicht angegriffen.
mir auch nicht so sicher, ob ich Lufria unbedingt einen Bogen geben sollte. Irgendwie ist das eigentlich aufgestiegen, nice. Seine Berufsstufe ist auch gestiegen. Das ist sowas Bogen, oder? Ein bisschen noch. Ich glaube hier im Süden irgendwo. Ah. Ekelvieh-Alarm. Können wir auch mal nochmal alles rausbuttern hier. Also, wow, beeindruckend. Kritisch 0 Schaden. Wie viel macht er wohl nicht kritisch? Ja, das sind ja Tampelmänner. Ich bin halt schon total overleveled für die Region hier. Wo ich schnell einkaufen gehen. Was Neues? Oh, der Papa hat was geschrieben. Die Kinder sind in Gefahr. Schlechte Neuigkeiten. Die Kinder sind von ihren letzten Erkundungen nicht zurückgekehrt. Wir haben sie so weit weg von Ur gesucht. Uns trauten. Haben sie aber nicht gefunden. Okay, das ist nicht gut. Warum haben die alle keine Phönixfeder? Nein. Ja, nee, zück. Scheiße, das ist der falsche Boot. Gar nicht, wo der war. Feuerer, Teleport, wieder blindnah hat der. Heb blind auf. Das ist alles großer Dreck, aber das Stirnband können wir kaufen. Hat der schon eine Magierrobe? Ich weiß es gar nicht. Das ist sicher herausfinden. Er hat eine Magierrobe. Kein guter Sänger, aber ich mache es trotzdem. Es hat irgendwie was, was Beruhigendes. Ich muss da hinten hin zu dem Typen. Eisendreck. Hoffentlich hat er eine Nahkampfwaffe. Die brauche ich nicht mehr. Blitzklinge. Feuerstab. Blitzstab. Scheiße, der hat ja gar nichts. Der hat einen Blitzpfeil. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Eispfeil und Blitzpfeil, die kaufen wir mal. Der Eispfeil kann richtig gut sein. Ich glaube, gegen den Skedo kaufen wir mal. Wir kaufen noch mal ein paar 20 Eispfeile. Killerbogen haben wir schon.
Eisfalle werden wir mitnehmen. Da wir ja sowieso sehr viel mit Lava darum hantieren, kann das, glaube ich, ganz cool sein. Ja, nett, dass ich hier umsonst hingegangen bin. Der hat gar keine Waffen. Das heißt, wir müssen die Orte alle nochmal abklappern. Das ist ja mega beschissen. Ging nichts, weil hier kann man... Moment mal, was ist denn das? So sah gerade so aus, als würde es da leuchten. Hier kann ich mich nur wiederbeleben. Rote Helden habe. Ja, dann müssen wir doch wohl in die Tasche langen. Bitte.